Hi, na? Willkommen zurück zu hier Pokémon Legends Arceus. Let's go, es ist einfach so drin, weil das ein geiler Titel war. Ich glaube, das ist der Grund. Wenn das irgendwie ein schlechter Titel gewesen wäre, dann würden alle sagen, oh, ja, ne, das ist ja irgendwie gar nicht eingängig. Aber Let's go klingt einfach auch so nach so Enthusiasmus, nach so, oh ja, jetzt geht's los, jetzt fangen wir uns ein Evoli. Und das Evoli kommt mit, Alter, ist ein neuer Freund. So hört sich das an. Genau so hört sich das an. Da ist ein einzelnes Anton hier. Was hat er denn für einen Auftrag? Das ist bestimmt ein super krasses Tierchen. So, wer hat denn jetzt wieder Bock? Du? Hast du Bock? Willst ballern? Na? Ja, wenn er ballern will, keine Ahnung. Ich baller gerne, ne? Was ist das eigentlich für eine Maschine hier? Wieso darf der denn wieder anfangen? Das finde ich echt... Ja, komm, mach doch... Triff doch mal bitte. Bam. So, Tasche ist immer noch voll. Ich will mal eine neue Tasche haben, aber das ist so unverschämt teuer wieder. Dann wiederum brauche ich das eigentlich nicht. Weil letztendlich ist das ja nur Mist, den wir da mit haben. Sind wir doch mal ehrlich. Das meiste davon brauchen wir doch sowieso nicht. Und wenn wir dann immer wieder ankommen und irgendwelche Pokémon zerreißen... Naja. Komm. Bam! Die klassische Ablenkungstaktik. Ein Pokéball werfen, der andere geht an Hinterkopf. Und trotzdem hat er die Macht, sich zu befreien. Frech. Hypnose, ja. Daran merkst du mal, was wir hier für Leute um uns haben, ne? Dann fängt er mit der Hypnose an. Wie so ein Lulli. Da, weg ist er. Tschüss, aus, Ende. Entoron besiegt. Ha! Boing. Jetzt können wir theoretisch hier den Wasserfall runter. Damit machen wir die ganze Arbeit zunichte, die wir jetzt hier verrichtet haben. Also es geht. Wenn wir denn wollen, wird das gehen. Darf ich das mitnehmen oder sagt er... Nein! Inventar ist voll! Überhaupt, dass man... Ich finde, so wie Gothic 1 und 2 und 3 das gemacht haben, bei 4 weiß ich nicht mehr... Dass du einfach alles mitnehmen kannst, was du willst. Das ist doch cool. Alles mitnehmen, was du willst und immer speichern, wann du willst. Das sind zwei Features, die müssen drin sein. Die finde ich gut. Ja klar, so ein bisschen auf Ressourcenmanagement zu achten, finde ich auch ganz fein. Aber das muss doch nicht sein wie bei Monster Hunter 3. Wo du dann 14 Spitzhacken mitnimmst, die du dann jeweils einmal benutzen kannst und dann hast du verloren. Da hat doch niemand was von. Ehrlich jetzt. Ein bisschen Quality of Life ist doch wohl drin. Finde ich. Das gehört sich. Tasche ist voll. Gibt's hier eine Aussicht auf ein zweites Lager? Nee, ich wollte Menü öffnen. Davon können wir ja auch mal ein paar wegkloppen hier. Reiben wir mal die Verbrecherin damit ein. 7000 Erfahrungspunkte braucht das gute Mädel. Na dann. So, komm jetzt. Das ist nicht sehr effektiv, freut mich. Ich antworte mal mit dem Donnerzahn. Oh, das ist aber leider sehr effektiv. Tut mir leid. Obwohl, nee, glaube ich nicht sehr effektiv. Ist ja egal. Hauptsache, ich habe hier meinen Spaß. Und ich habe vergessen nachzugucken, wie man denn so einen Feuerstein kriegt. Das gehört auch noch zu meiner Agenda. Habe ich bisher nicht gemacht. Tut mir auch sehr leid. Ich weiß, ich habe ganz viele Gamerherzen dadurch gebrochen, indem ich das einfach mal nicht getan habe. Aber ihr seht es mir bitte nach. Das Leben ist nicht so einfach. Warte. Ja, wer ist denn? Ach so, das Moderpell da. Das hat natürlich Bock. Und jetzt spielen wir mal eine Runde 2 gegen 2. Modde und Fledermaus gegen Verbrecherin. Ja, und die eine davon nehmen wir dann direkt raus. Die Fledermaus, richtig. So. Wie er sich auch umdreht, so. Ja, das war Nummer 1 und du kommst jetzt dran. Mit meinem Donnerzahn reiß ich dich auseinander. Bäm. Und es klappt sogar. Klappt geradezu vollzüglich. Vollzüglich. Vollzüglich, also quasi wie in der Justizvollzugsanstalt. Aber
Ich gehe hier gerade auf dem Zahnfleisch. Am sinnvollsten wäre es ja eigentlich, wieder zurückzugehen. Dahin. Und dann nochmal raus. Neue Nebenmission da oben. Ja, soll man das machen? Ja, dann müssen wir aber... Gucken wir mal, was passiert, wenn wir da vorne hingehen. Die werden uns schon keine neuen Items geben. Da. Das sieht aus, als wäre man da in der Lage, eine Basis zu eröffnen. Nein, wir haben einen neuen Basis. Hallo. Wie ungehobelt von euch, die Fackeln einfach wieder zurückzustellen. Dabei habe ich mir so viel Mühe damit gegeben, sie ordentlich wegzuräumen. Mein guter Wille wird von euch mit Füßen getreten. Guter Wille? Ohne die Fackeln können Menschen die Höhle nicht passieren. Selbst unter Wächtern scheint es unterschiedliche Ansichten zu geben, was? Die Pokémon dort bevorzugen das Dunkel der Höhle, deswegen habe ich die Fackeln gelöscht. Wer meinen guten Willen derart missachtet, den lasse ich auf keinen Fall in die Nähe von Elektroball. Habt ihr verstanden? Wenn ihr an mir vorbei wollt, müsst ihr erst meinen Partner bezwingen. Was willst du tun, Neddy? Ja, komm, hau rein. Ja, damit. Den reiß ich um. Auf, Skuntank! Dein Gestank soll dir sie das Fürchten lehren. Hä? Alter! Ja, du kämpfst gegen Elektroball. Los geht's, Skuntank! What? So, wenn du jetzt anfängst, habe ich ein Problem. Nein, glücklicherweise nicht. Ich knall da jetzt erstmal einen Stromstoß rein. Das wird natürlich ein Suizidangriff, aber das ist egal. Bam! Ja, ich glaube, die Verbrecherin ist damit weg. Aber die Paralyse und der Schaden, die haben das alles wieder aufgewogen. Wenn jetzt der Lulli da hinten nicht ankommt mit irgendwelchen Blödsinn, IDS, weiß ich nicht. Supertrank, Hyperheiler oder so. Dann haben wir doch hier gewonnen. Ah, guck mal, Walross darf auch nochmal. Aqua-Durchstoß. Und jetzt wieder reitet das Walross. Bam! Da war Kanonen auf Spatzen. Naja. Level 41 für unsere Superschnecke. Wenn ich noch, weder ich noch mein Partner Skuntank erkennen diese Niederlage an. Habt ihr das verstanden? Ich habe noch nicht aufgegeben. Allerdings muss ich meinen Skuntank jetzt ausruhen. Ich ziehe mich auch mal zurück. Freut euch nicht zu früh. Das ist nur ein strategischer Rückzug oder eher eine kleine Kursänderung. Nächstes Mal kenne ich keine Gnade. Tschüss. Wirklich ein sehr lebhafter Geselle. Was er wohl vorhat? Jedenfalls sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Unser nächster Halt ist der uralte Steinbruch. So, wir müssen jetzt aber trotzdem Zeit verlieren, weil ich hier nämlich nicht mit nur einem Pokémon reingehe. Wahrscheinlich, wenn ich das hier mache, kriege ich direkt eigentlich unten nochmal... Ah, warte mal, lass mich deine Pokémon heilen. Aber das ist mir eigentlich egal. Ich berichte mal. 6 Pokémon habe ich gefangen. Ein Armutszeugnis. Aber ich habe viele weggekloppt. Ist auch gut. Ja. Da gibt es ja nur Geld. Aber jetzt kommt der Forschungsbericht. Schau an. Dadurch, dass ich so viel verkloppt habe, habe ich nicht so viel. Aber naja, was möchtest du jetzt machen? Ins Dorf zurück. Ja, Sicherheitstrupp begleitet uns. Das ist nett von dem Sicherheitstrupp. Danke, lieber Sicherheitstrupp. Was wären wir nur ohne euch? Jubeldorf. Ja, und jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier meine Sachen lagern kann, weil das meiste ja eh nicht benötigt wird. Beziehungsweise von mir nicht benötigt wird. Vielleicht ist das ja voll gut, aber ich habe mal weder Lust noch Zeit, mich darum zu kümmern. Da, zum Beispiel die Pilze hier. Ja. Okay, alle verschieben. Das hier weg. Leistungssand, das können wir auch später alles mal benutzen. Irgendwann machen wir mal so eine richtige Erbsenzählerei, das schwöre ich euch. Aber bisher erstmal noch nicht. Das auch rein, obwohl das brauche ich. Ein Donnerstein, ein Feuerstein ist dabei. Feuerstein! Habe ich eigentlich eine Möglichkeit, noch mehr hier zu lagern? Achso, Lagerkiste. Ah, so läuft der Hase ja dann. Das ist ein Nugget, da gibt's Euros für, das holen wir mal. Aber wo waren denn jetzt hier die... Das da wollte ich, genau. Und dann das hier. Das ist doch bestimmt geil. Sternstaub. Und das kann man auch alles verchecken hier. Donnerstein. Weg, 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 weg. So, mehr Platz habe ich nicht. Nee, ich habe da noch hier so eine Birne. Das da, das da, das da. Nee, das Eisen will ich auch nochmal behalten. Hier. Yes, das behalten wir. Und was ist das hier? Rundblatt? Packpapier. Ach. Na dann.
Leistungskies. Sammeln wir auch mal an. Kann man das hier einmal sortieren? Ah, ist schon sortiert. Ja, weil es sieht nämlich nicht danach aus. Aber wenn ihr das sagt, dann ist das wohl sortiert. Oder braucht man eine Fläche frei, damit man das überhaupt sortieren kann? Man braucht ja quasi so einen Arbeitsspeicher. Staralili mag besonders Döner. So, wo war jetzt die Workbench? Hier. Herstellen. Flottbälle plus Flügelball. Verbesserte Version des Federballs. Ja, das sehe ich mich. Komm ran. 30 Stück davon, bitte. Aber das geht da nicht, ne? Da brauche ich einen Azurglanzstein. Dann nehmen sie es wieder vom Lebendigen. Hyperball. Schwerball. Zentnerball. Komm, gib mal Hyperball hier. 5 Stück. Gucken wir mal nicht auf die Mark hier. 5 Stück. Geil. Ganz viel. Davon können wir einen herstellen. Ja, klasse. Und von den Lullibällen auch nochmal 9. Aber wir haben ja bei... Wir haben ja einen Weiß auf Voraussicht. Auf dem Bauernhof hat angepflanzt. Und jetzt kommt die große Ernte. Da erwarte ich aber eine richtig fette Rendite. Aber richtig fette Rendite. Komm. Hier ist doch nichts gewachsen. Ihr seid einfach nur den ganzen Tag am Rumlungern hier. Ja, Ernte ist eingeholt. So, dann... Gib mal viel, bitte. 32. 6 löchrig. Das ist tatsächlich gut. Das ist gut. Hand drauf. Hier nochmal 500 Euro. Gönn dir. Wie heißt der nebenan? Naban. Naban und Roman. Shabam. Shabam übrigens aus The Circle. Bester Typ. Jeder möchte sein wie Shabam. Sicherer Anruf. So ist das. Wenn du Shabam sein kannst, dann sei Shabam. Floristraße. Florimond Jacquemin. So hieß damals mein französischer Austauschschüler. Der hatte nur eine halbe Lunge. Fun Fact. Ja. Ich kann deine Tasche erweitern, aber bitte nicht so teuer hier, bitte. Ich hab schon so... Sag mal! Was hast du eigentlich an? Bitte nicht so teuer, nicht verstanden. 9000 Euro. Wo kommen wir denn da hin? 9000 Euro, ja, ne? Für eine Itemart mehr, ja moin. Geiler Typ, ey. Verschwinde, du Wucherkater, du. Mit deinen langen Zipfeln da links und rechts an deiner Koteletten nennen sie das, nennst du das. Ich sag, das sieht aus wie Klöten. So, jetzt habe ich sie aber gegeben. Na. Hello. Also, was hast du hier? Ich würde gerne was verkaufen. Ja. Ja, komm. Nugget für 10.000 Euro. Geil. 10.000 Euro ist ein Wort. Hier, nochmal für 13.000 das hier. Bam. Richtig Kohle gemacht. Jetzt können wir noch eigentlich einmal erweitern. Aber das ist mir zu blöde. Nö, der Verbrecher da drin, der soll mein Geld nicht kriegen. Stattdessen können wir mal unseren Hund hier entwickeln. Glaube ich. Oder muss er erst noch Attacken lernen? Wie ist das hier denn? Ich meine, in der ersten Pokémon-Generation ist das so... Warte mal, Steinhagel bis Knirscher, das reicht mir. Was soll der denn sonst noch lernen? Ey, gar nichts. So, ran hier. Komm, Fukano. Yes. Ballern. Yeah. Der sieht jetzt wichtig aus. Mit seinem grauen Bart hat sich zu Arcani entwickelt. Der hat ja gar keinen Spitznamen. Namen ändern. Wie nennen wir den? Gute Frage. Wie wäre denn... Ich weiß nicht warum. Weil das ist jetzt unser Sozialamt. Weil das auch so beißt. Ja. Attacken verwalten. Kann ich dem jetzt eine andere Attacke geben? Feuerzahn finde ich in Ordnung. Glut, Flammenwut. Flammenwut klingt geil, aber 85 Genauigkeit. Danach fixiert er sich auf diese Attacke. Das ist ja alles nur Quatsch wieder. Ich gehe mal zum Attackenfritzen. Ja. Vielleicht ist da ja was machbar. Ein Arcani gefangen. Exemplare, die sie entwickelt haben. Yeah. Was verkaufst du eigentlich hier? Eier? Pokémon tauschen? Nee. Obwohl, soll man das mal machen? Habe ich überhaupt online hier drauf? Ja. Ich tausche jetzt mal mit irgendjemandem Pokémon. Ja, ist okay.
333 bei Issos, eieiei. Ja, vielleicht hat das ja einer eingegeben, man weiß es nicht. Obwohl das zufällig generiert wird, ne? Das kann man sich gar nicht aussuchen. Ah, Mann! Ja, dann kannst du das ist das zum Scheitern verurteilt. Damals Pokémon hier, was war das, XY? Mit Wundertausch. Das waren Zeiten, die wollen wir doch alle zurückhaben. Ja, noch mehr Attacken. Ich möchte eine Attacke beibringen lassen. Und zwar meinem Sozialamt hier auswählen. Was hat er denn hier alles? Flammenwurf, das ist doch mal... Das ist voll gut. Machen wir das. Beibringen. Hyperstrahl. Auch cool, Laser. Laser immer gut. Feuergestein, Steinkante. Finde ich auch geil. Ich hatte ja damals bei Pokémon Diamant, Pokémon Perl beim Randomizer, hatte ich mal erzählt, was Steinkante eigentlich ist. Das müsst ihr euch so vorstellen wie bei Führer X. Dass dann so anderer dann hier auf dem Bordstein so beißen soll und dann kriegt er mit ganz schrecklicher Film. Kann ich niemandem empfehlen. Aber so ungefähr läuft das. Dann tausche ich mal. Ist denn Feuerzahn? Ist doch physisch, ne? Das heißt, ich muss jetzt wieder Theory Crafting hier machen. Das wird ja wieder anstrengend. Wie sieht's aus? Bericht. So, zack, zack, zack. Spezialangriff. Hat er weniger als Angriff. 157 zu 144. Aber ich kann da theoretisch mit Leistungssand noch ein bisschen nachsteuern. Attacken verwalten. Also Feuerzahn hat Stärke 65, Genauigkeit. Ja, das ist doch schlechter, komm. Brauchst du gar nicht zu rechnen. Steinhagel ist in Ordnung, Knirscher ist in Ordnung, aber Biss kann für Steinkante raus. So. Ja. Es sei denn, es gibt eine Aufgabe, dass da steht, mach bitte so und so oft Biss bei Arcani. Dann muss es wieder zurück. Aber bis jetzt, finde ich, ist das ein relativ gutes Line-Up. Da müssen wir uns keine Gedanken mehr darüber machen, von wegen, ja, ist jetzt entwickelt durch Feuerstein, lernt keine Attacken mehr, bla bla bla, jada jada jada. So war das doch. Massenhaft Pokémon aufgetaucht. Das finde ich gut. Die nehmen uns alle mit. Wir haben ja jetzt wieder ganz viele Bälle am Start. Da gehören die alle uns. Alle. Jeder einzelne Ball gehört uns. Wir haben so viele Bälle, da können wir gar nicht mehr... Kommen wir gar nicht mehr mit hin. Das ist ja... Das ist alles viel zu viel. So. Ich finde, der sieht aber auch aus wie so ein Besitzer von irgendeinem Versicherungsbüro da unten rechts. Oder so ein Räuber, so ein Hotzenplotz ist das. So ein kleiner Räuber. Bam! Obwohl kleiner Räuber ist vielleicht nicht so die beste Formulierung gewesen. Ist schon ein großer Räuber, der sieht schon nach was aus. Am liebsten würde ich den großen Räuber auch noch ein bisschen trainieren. Weil so ein Gestein-Feuer-Pokémon im Team zu haben, halte ich für sinnvoll. Nur die Frage ist, wie machen wir das am besten? Ich muss ja eigentlich andere Pokémon einsetzen und ihn dann quasi mitziehen. Mit der Erfahrungskurve sollte das irgendwann dann so sein, dass er dann Anschluss gefunden hat. Denn die Viecher, die hier sind, die sind glaube ich ein bisschen zu stark. Wir können ja mal die Probe machen. Ja, ein riesen Golbert. Der ist echt riesig. Überhaupt, wie soll so ein fette Fledermaus eigentlich fliegen können? Ja, er beißt. Aber beißen gegen Gestein... Ach doch, das geht. Ah, Flammen... Warte, das ist doch... Hä? So. Steinhagel. Na, da ändert sich in der Zugreihenfolge nichts. Dann baller mal richtig rein hier, Digga. Sollte doch Doppelschwäche sein, oder? Käferflug hat er? Yes! Yeet! Mit 1717 Erfahrungspunkten entlohnt. Das lobe ich mir doch. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Das ist ein Killer. Nee, nee, ehrlich wahr. Aber wir hatten damals in der Schule... Da war irgend so ein ganz motivierter Referendar am Start. Der war noch nie mal von unserer Schule, weil der war mal einer Lehrerin von uns, die auch Referendarin war, war der im gleichen Seminar. Und deswegen war der auch, hing der mal bei uns rum und hatte da irgendwie ein schulübergreifendes Projekt. Also so wie so übermotivierte Referendare halt sind. Könnte mir nicht mehr passieren. Und er kam dann an und hat dann eine Unterrichtsreihe gemacht zum Thema Rap-Music im Deutschunterricht. Was ja per se eigentlich mal ganz, ganz cooles ist. Nichtsdestotrotz treffe ich damit zwei.
Also als ich klein war, sah Flammenwurf noch anders aus, aber ich beschwere mich nicht. Ach, Flammenwut ist das. Ah. Ich dachte, das wäre Flammenwurf. Mensch, ich habe gar nicht nachgedacht. Egal. Das klingt, das sieht gut aus. Das ist eine geile Nummer. Die ist krass. Die behalten wir. 1493 Euro. Yes. Also der hatte dann so ein Rap-Projekt dabei. Und er hat halt wirklich... Also die Unterrichtsreihe sah so aus. Erst ein bisschen Rap-Musik hören und dann selber was schreiben und dann mit einer Videokamera aufnehmen. Da war noch Julian in der Klasse, der hatte irgendwie den Fuß gebrochen und irgendjemand anders ist ihm da drauf gestiegen, innerhalb dieses Videos. Das standen alle dann so hin am Lehrerpult und mussten dann ihren Rap da abziehen, während er das gefilmt hat. Natürlich ohne Datenschutzerklärung unterschrieben zu haben und hast du nicht gesehen. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Heute hast du dann direkt Punkt 12 da stehen. Oder hast du direkt eine ganz eigene Sendung mit Böhmermann, wenn du das machst. Und, nee, das war das so. Da haben die dann gerappt. Wir. Und das Ulkige daran, ich kenne noch, meinen Text kenne ich nicht mehr auswendig. Ich kenne nur noch eine Line von dem Typen, der dann in Anführungszeichen, ich wollte schon sagen, im Rollstuhl saß, aber im Endeffekt war es so. Der hatte ja beim Skifahren sich irgendwie den Fuß gebrochen und dann hat er während des Videos ist da jemand draufgegangen. Also ich weiß auch nicht, warum uns da hinterher nicht gezeigt wurde. Das ist ja an Comedy Gold eigentlich nicht zu überbieten. Ist voll gemein. Ich glaube, der musste dann direkt wieder zum Arzt. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich es... Man ist ja so. Man ist ja so. Manchmal ist man so. Okay, also dann von Julian, der mit dem kaputten Fuß, weiß ich wenigstens noch eine Line. Und eine Line ging, es war ein Killer. Nee, ehrlich wahr. Mehr weiß ich gar nicht mehr. Aber falls das mal kommt, ihr wisst, wo es herkommt. Jetzt habt ihr die Lore gehört. Manchmal hat man einfach so Gesprächsfetzen noch im Kopf, weil irgendjemand die mal gesagt hat und die im Gedächtnis geblieben sind. Jeder von uns hat das. Unter anderem so wie hier Twilight Hack von Siad. Von Siad. Das war auch ein Kollege. Ganz komischer Typ. Twilight Hack. Aber das war ein Killer. Nee, ehrlich war. Er hat ja noch weitergemacht dann. Oder war das, bevor ihm da einer auf den Fuß getreten ist? Eins von beiden muss es gewesen sein. Nichtsdestotrotz, gute Geschichte. Julian, falls du das hörst, wenn du den Text noch hast, ich würde ihn nehmen. Ich würde ihn auch vorlesen, hier vor aller Leute. Da ging es darum, dass er irgendwie verfolgt wurde und dann war es ein Killer und... Ach. Das war auch alles scheiße. Also, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch erzählen muss, ne? Also, da kann man sich ja denken. Ja, es war einfach alles scheiße. Also, jeder, niemand hat da was Ordentliches hingekriegt. Und das Lustige war, es gab, also die Zeitplanung war auch so komplett desaströs. Also, ich würde da wahrscheinlich, im Ref hätte ich dafür einen auf den Zeiger gekriegt. Also, das ist auch normal. Würde ich meinen Refis auch immer ankreiden, dass das so nicht geht. Nichtsdestotrotz, etwa so gewesen. Zeitplanung hat nicht funktioniert. Das heißt, wir mussten das dann nochmal in eine spätere Sitzung übernehmen. So, Steinkante. Funktioniert das was? Pflanze Käfer, oder? Vielleicht reicht's. Ja, reicht. Ja, dann musste das in eine spätere Sitzung. Und die zweite Sitzung haben wir dann auch wirklich im Musikraum gemacht. Finde ich eigentlich für solche Ideen, die man da hat. Ach, nicht abhauen hier. Was ist mit dir? Daniel Plex ist geflohen. Ey, das ist frech. Das geht so nicht. Und dann waren da... Und du hattest ja auch in so einer Klasse, da hattest du... Bei uns war es so. Also du darfst dir die Gesellschaft damals nicht so vorstellen, dass sie irgendwie offen für andere Sachen sind. Das war es nicht. Wenn du da irgendjemandem gesagt hast, dass du Dragon Ball guckst, haben die dich in eine Mülltonne gehoben. Und da war es auch so, dass du da so ein paar... Ich sage mal, so... Leute in der Klasse ich glaube, das waren alles Mädels, die eher so dieser Gothic-Kultur dann eben anhingen. Und dann, bitte, ich werfe jetzt dann ganz viele Sachen durcheinander, aber das waren eben die Sachen, die cool fanden. Sich schwarz anziehen und, hier, Subway to Sally hören. Aber auch andere Sachen, die da zugehören. Ich habe jetzt kein Beispiel über weitere Bands, aber ihr wisst, was ich meine.
Und dementsprechend haben die natürlich keinen Rap geschrieben, sondern die haben irgendwas gemacht, was genau in dem Stile war, ne? Was auch meiner Meinung nach eigentlich der beste Beitrag gewesen ist. Aber dann haben natürlich die anderen Mädels, die dann eher so auf Hip-Hop gegangen sind, da, ich weiß noch, wir waren da in dem Musikraum und es gab übertrieben Stress. Aber richtig Stress gab es. Frag Nina Blütenstaub, da ging es richtig zur Sache. Das, ich weiß noch, wie Aziza dann gesagt hat, das ist doch kein Rap. Das ist kein Rap. Und dann richtig sauer war. Nee, die sollen eine 6 kriegen, das ist kein Rap. So ungefähr war der Tonus. Und ey. Manchmal guckst du dazu, so gerade in der Klasse ist das ja auch so, dass sich meistens immer so 3 Leute unterhalten, wenn Stress gibt und der Rest hört einfach zu. Und da war es definitiv so. Ich glaube, jetzt haben wir unseren Hund ein bisschen trainiert. Ja, Flammenwut rein. Nee, du musst auch schon treffen. Los. Los. Level 36, ja, ja. Was ist eigentlich mit dem Mantirps da? Hat der auch mal Bock, sich zu entwickeln? Oder geht das nur mit Wassersteinen oder so? Hab ich gar nicht nachgeguckt. Kann ja sein. Bin nicht informiert. Uralter Steinbruch. Ja, das Bronzel. Ich hatte einen in der Klasse, der hieß Bronzel mit Nachnamen. Finde ich immer nur lustig. Martin Bronzel. Richtiges Arschloch. Der uralte Steinbruch. An diesem Ort wurden die Steine zum Bau des Tempels abgebaut. Ich frage mich, ob Menschen und Pokémon hier gemeinsam gearbeitet haben oder ob es nur die Pokémon waren. Die verbleibenden Felsen kann man nutzen, um sich vor wilden Pokémon zu verstecken. Wenn das nicht hin ist? Ach nein, ey, verpiss dich, Digga, ich hab gar keinen Bock auf dich. Nee. Also den kannst du echt buchen, wenn irgendwo zu viel Stimmung ist. Dann kommt er, zack, Stimmung im Arsch. Das, du hast auf jeder Party damals, und wenn du so Schüler warst, hast du immer einen gehabt, der dann immer da war. Der ist auch mit niemandem gekommen, der war immer alleine da, weil niemand den mitnehmen wollte. Aber dann hat er dir immer ein Gespräch aufgezwungen und war dann super unangenehm. Und das ist Wolo hier. Ich habe mir nur Gedanken über ihren Gedächtnisverlust gemacht. Könnte vielleicht der Riss im Raum Zeitgefüge der Grund dafür gewesen sein? Ich glaube nicht, dass der Riss etwas damit zu tun hat, aber ich erinnere mich noch nicht immer an nichts. Weder wo ich hergekommen bin, noch ob ich Familie hatte. Deswegen sollten Sie sich mit Ihren Fragen besser an Medi wenden. Er hat auch keine Familie. Verstehe. Ich hoffe, dass Ihre Erinnerungen bald zurückkehren hin. Medi, erinnerst du dich daran, was passiert ist, bevor du aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen bist? Ja, da war was. Ich sag dir gar nichts mehr. Verstehe. Persönlich glaube ich, dass sich darin etwas befindet, das die mysteriösen Blitze verursacht. Ja, natürlich. Die sind da und das... Meine Nachforschung zufolge soll dieser Riss im Raum Zeitgefüge bereits vor langer Zeit schon einmal erschienen sein. Daher wissen wir auch, wie dieses Phänomen genannt wird. Ich frage mich, was für eine Welt sich wohl dahinter jedem Riss versteckt. Naja, meine Vermutung ist, dass es sich um das Reich des ehrwürdigen Sinnoh handelt. Doch warum ist dieser Riss im Raum Zeitgefüge, der in der Vergangenheit verschwunden ist, jetzt wieder erschienen? Und wieso ist Matty da rausgefallen? Es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Ich wünsche mir vom Herzen, dass Sie diesem Rätsel auf den Grund gehen können, Wolo. Das würde sicherlich alle beruhigen, die sich vor den in Rage geratenen Königinnen und Königen fürchten. Die Menschen, die ihr leben, haben für mich oberste Priorität. Bin lediglich ein Ruinenenthusiast. Die Forschungsarbeit überlasse ich Mitty. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Wenn der da in seiner Flasche einfach einen Wodka drin? Von hier aus ist es nicht mehr weit. Lass uns zügig, aber ohne Eile weitergehen. Ey, wenn er... Muss ich ihm jetzt wieder folgen? Nee. Ein Bronzel! Der kriegt auf die Fresse. Ah, guck mal, der hat sogar noch so eine Markierung da hinten dran. Dann merkst du, wo du draufkloppen musst. Flammenwut! Yeah. Bronzel vernichtet. Mit Attacke vom Typ Feuer besiegt. Ja, wenn die das von mir wollen, dann will ich nicht Nein sagen. Aber wir haben nicht mehr so viele davon. Nee, ich würde dann, wenn, lieber deinen Bruder hier angreifen. Nämlich die super große Dose hier. Bronzong. Flammenwut. Beutlin. Ist der Kleine auch dabei? Ist auf den Einsatz von Flammenwut fixiert. Ja. Das läuft nicht gut gerade. Aber ich habe auch keine AP mehr. Das ist blöd.
Egal, Hyperball, komm. Damit geht's doch. Da muss ich noch nicht mal schwächen. Wegschießen, Hammer. So, den will ich jetzt mitnehmen hier. Geil, Bronzel gefangen. Finde ich doch sympathisch. Nee. Zack. Und dieser Hall, der ist doch wunderschön. Ha. Diese Geräusche werden einfach viel zu heftig. Ah! Wo kommt er denn her? Den muss ich jetzt mit irgendwas anderem wegschießen hier. Komm. Reitet das Walross. Reitet das Walross. Vielleicht klappt's. Aqua-Durchstoß und zwar mit Kraft. Bam, los. Peter Bass, wir zählen auf dich. 10 Level drüber fast. Also 9, aber dann ist ja fast das gleiche. Eisenabwehr. Ja, nur für echte Luschi. Nur für echte Luschen. Ja. Wieder viel Lärm um nix. Ja, aber der ist schon krass drauf hier, der Typ. Da merkt man schon. Hä? So. Haben wir es rausgeschafft. Aber die ganzen Etappen alle hintereinander, ohne dass ich irgendwas so an Aufladen machen kann, finde ich schon krass. Da ist der Bär! Das ist der Bär! Bären-Challenge ist aktiv. Los, komm her. Nein! Oh, oh. Winnie Pooh will Stress. Dreh dich wieder um. Hier war nichts. Das hast du dir eingebildet. Winnie Pooh? Der Senfbär. Ich versuche mal näher anzuschleichen. Weil das wieder so ein Schmuh-Ding war, dass ich jetzt nicht so weit wegstehen kann. Das finde ich auch frech. Ja! Das war ein guter Nackenklatscher. Auch wenn es nichts gebracht hat, war trotzdem lustig. Hehe.